Fußballerinnen der Chosen Few, eine Gruppe von homosexuellen Frauen aus den Townships Johannesburgs, nehmen in einem Monat an den Gay Games in Köln teil. Aber der richtige Kampf der jungen Frauen findet in ihrer Heimat statt, wo homosexuell sein nicht einfach ist. Südafrika stellt Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung unter Strafe und ist das einzige Land Afrikas, in dem gleichgeschlechtliche Partner heiraten dürfen. Die Realität sieht allerdings immer noch anders aus. Das Problem ist, dass es sehr mächtige Gegner von Homosexualität gibt. Dies kommt vor allem von religiösen Gruppen, von der Kirche und anderen Glaubensgemeinschaften. Darüber hinaus wird argumentiert, dass Homosexualität unafrikanisch sei. Es ist sehr schwer für uns, die jüngeren Generationen zu erreichen, bevor sie mit diesen Vorurteilen aufwachsen und sie übernehmen. Trotz der fortwährenden Diskriminierung in den Townships haben homosexuelle Paraden an Zulauf gewonnen. Besonders seitdem 1994 gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt wurden. Je mehr Anerkennung es gibt, umso mehr Selbstvertrauen bekommen die jungen Frauen. Die Menschen outen sich heutzutage häufiger. Früher konnte man sich nicht outen, weil es illegal war und es noch andere Gründe dafür gab. Aber jetzt beginnen die Leute ihr eigenes Leben zu leben und zu sagen, ich bin homosexuell, was soll's. I'm gay, so what? Aber die Realität für Homosexuelle in Südafrika ist gefährlich, besonders wenn man schwarz ist. Vergewaltigungen von lesbischen Frauen sind an der Tagesordnung und ein Teil der jährlich knapp 500.000 Vergewaltigungen in Südafrika. Auch Chidiso wurde attackiert und verletzt, weil sie homosexuell ist. Aber sie ist zu verängstigt, um ihre Peiniger anzuzeigen. Nachts auf der Straße ist man immer verängstigt, weil man nicht weiß, ob man überfallen oder vergewaltigt wird, weil man lesbisch ist. Aber wenn man hier ist, fühlt man sich wohler, weil man weiß, dass diese Leute einen nicht verurteilen für das, was man ist. Sie sind nicht aggressiv wegen dem, was du bist, weil wir alle dieselben Dinge durchmachen müssen. Where we come from and stuff like that, yeah. Die Chosen Few stellen sich gemeinsam der konstanten Diskriminierung und der latenten Gefahr von Gewalt entgegen. Auch wenn eine Medaille in Deutschland ihr Leben vielleicht nicht ändern wird, könnte es doch manche Frau ermutigen, ihren Weg zu gehen.